Herzlich willkommen zurück zur Formel 1 2017, weiterhin mit meiner Wenigkeit Glamour. Wir sind hier in Mexiko zur Qualifikation. Wir hören uns mal die Voicemail an. Voicemail. Hallo, Emma hier. Deine Hallo. Ziele fürs Qualifying wurden heute in der Sitzung besprochen. Ja. Folgendes. Qualifiziere ich als 10. oder höher, wird nichts werden. Für die Leute, die das Training nicht geguckt haben, ich werde jetzt ins Auto komplett neue Teile einbauen. Ich habe das nämlich letztes Mal total übersehen. Da, Verlauf. Wir sind jetzt bei Mexiko. Wir haben Mexiko, Brasilien und dann Bahrain ist das, glaube ich, ne? Oder Abu Dhabi. Auf jeden Fall ist das dann die letzten drei Rennen. Und für die letzten drei Rennen gibt es fette neue Teile ins Auto. Und zwar gibt es hier... Danke. Wir kriegen da jetzt auf jeden Fall jedes Mal Strafen für, Leute. Aber das ist mir egal. Wir werden komplett nochmal aufrüsten für die letzten drei Rennen. Und uns dann in diesem Rennen nach vorne arbeiten. So, das haben wir erledigt. Dann holen wir uns Sachen. Das Getriebe ist nämlich jetzt zu 79% schon abgenutzt. Also es ist ausgelutscht. Richtig ausgelutscht. Ja, und weil das hat jetzt vier Rennen gehalten, jetzt würde das fünfte kommen, das schafft es nicht und deswegen hauen wir da einfach nochmal ein neues rein. Natürlich kriegen wir eine Strafe, ist ja logisch. So, nagelneues, super gut, perfekt. So, und wir werden als letzter starten, Leute. Also das steht zu 100% fest. Wir gehen zur Qualifikation 1. Warum ich das einfach mache, geht darum, dass wir einfach viel mehr Konstantheit haben und lieber die letzten zwei Rennen vernünftig fahren können und hier gleich einfach Schadensbegrenzung. Ja, das muss man klipp und klar sagen. Diese Folge wird auch ziemlich kurz. Ich werde die auch nicht zögern hier auf 10 Minuten oder so ein Schwachsinn. Das ist alles Bullshit in meinen Augen. Es dauert nicht mehr lange, bis die Ampel auf grün schaltet und das Qualifying für den großen Preis von Mexiko beginnt. Ja. Schauen wir also mal, wer sich am heutigen Nachmittag die Pole Position holen kann. Ja, natürlich ich. Wer denn sonst? Nicht. In dieser Session musst du nicht bis ans Limit gehen. Unser Tempo sollte locker reichen, um so. Die Quali zu schaffen. Setup reingucken, Leute. Wir fahren mit dem, das ist richtig. Und Reifenmischung nehmen wir kein Ultrasoft, sondern wir nehmen einfach einen Softreifen. Fahren diese eine Runde und fahren wieder rein in die Box, sodass die Zeit nicht zählt. Fertig. Geh zur Strecke. Ja, ist alles super. Wir gehen einfach auf die Rausfahrt. Und... fahren einfach raus, Leute. Lassen es gemütlich angehen. Lassen die Komponenten einmal einrollen. Kann man ja so sagen, oder? Und dann werden wir sie im Rennen richtig penetrieren. So, wir werden auch gar nicht erst hier maximal ausprobieren, sondern gleich wieder zurück auf die Standarddrehzahlen. Ja, und gut ist die Geschichte. Natürlich zieht das Auto viel besser als vorher, ist ja klar. Neue Komponenten, viel mehr Leistung, kein Leistungsverlust, gar nichts. Also komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde an die Box. Ja, Training 2. War auch ein bisschen Regen. Training 3 hatte ich auch nur Regen. Also ich habe es wirklich voll ausgenossen. Da haben wir es perfekt gemacht, meiner Meinung nach. Weil ich starte sowieso vom letzten. Und aus dem Grund passt das schon. Zack, weil ich mache nicht den Fehler wie letztes Mal und versuche mich trotzdem höher zu qualifizieren und darf dann nicht durch meine Strafversetzung dann trotzdem nicht den Reifen so auswählen, wie wir wollen. Weil wenn wir vom letzten starten und wir haben vielleicht einen gelben fürs Rennen, dann könnte man auch mit dem gelben starten, Leute. Ja,
fast bis zum Ende fahren. Ultrasoft fertig. Da muss man dann mal gucken. Weil wenn wir einen Boxenstopp weniger haben wie alle anderen, wäre es natürlich super. Muss man ja mal ganz klar sagen. So, zack. Und dann Setup. Da kann man jetzt sich auch nochmal die Zeiten angucken, dass wir nichts gefahren haben. Sehr schön, so muss das sein. Und jetzt lassen wir es einfach bis zum Ende laufen. Und dann sind wir nämlich schon rausgeflogen. Für mich ist einfach wichtig, dass wir wirklich die neuesten Sachen drin haben. Dass das Auto so perfekt ist, wie es sein muss. Und dann können wir nämlich das Getriebe die ganze Zeit nutzen. Wir haben noch andere Komponenten, die wir wirklich benutzen können für Training. Für die anderen zwei Trainings, die wir dann noch haben. Und fürs Rennen haben wir einfach perfekte Komponenten und können nochmal maximale Punktzahl absahnen. So, Nico Hülkenberg ist 9. geworden. Er vertritt unsere Ehre ziemlich gut, wenn ich ganz ehrlich bin. Und wir sind natürlich 20. Keine Runde gefahren, so wie es sein sollte. Jetzt gucken wir, ob irgendwas mal passiert, weil wir haben das noch, ich habe das noch nie gemacht. Ja, das ist nämlich jetzt auch noch so ein Punkt. Passiert da jetzt irgendwas? Meckern die mit uns? Sind die unzufrieden? Könnte ja sein, oder? Das könnte ja sein. So, wir kriegen auf jeden Fall ja, erwartete Position, bla bla bla, 000, Dankeschön, 504 Punkte. Sehr schön, Leute. So muss das sein. Ja, der Perez war besser. Ganz ehrlich, leck mich. Ja, Werte der Mindesten gescheitert. Nico Hülkenberg, ja. Wisst ihr was? Leck mich. So, wir gucken einmal in den Laptop, Leute. Weil wir können jetzt für die Qualifikation, haben wir ja gerade Punkte bekommen, können wir jetzt das letzte Teil auf 1 machen, dann ist alles auf 1 und das ist die MGUH-Abnutzung und dann ist alles auf Stufe 1. Bam. Und dann würde als nächstes das Getriebe kommen. Ne? Nur mal so. Das wäre dann nämlich auch schon ziemlich cool. Gut, ich würde auch sagen, ich werde versuchen, alles auf 2 zu machen. Und danach fange ich dann erstmal an und werde was anderes machen. Weil 2 sollte schon ziemlich gut sein, Leute. Also damit sollten wir dann wohl schon ziemlich gut auskommen. Gut, ich sage damit vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt hier bei Formel 1 zur Qualifikation. Ziemlich kurz, aber morgen geht's dann los im Rennen. Bis denne, tschüss.